Willkommen zurück zu Little Big Planet Part 3. Das letzte Mal haben wir in Little Big Planet erfahren, dass Newton uns im Endeffekt benutzt hat. Yay, super, finde ich total toll. Und er hat die Titanen freigelassen. Ja, und wurde von ihnen besessen. Und seine Mutter hat uns die Schuld dran gegeben. Nice. Nice. Lasst uns einfach weiter starten. Lasst uns einfach gucken, dass vielleicht die Titanen nicht irgendwie, ich weiß nicht, das Ende der Welt heraufbeschwören oder so. Und ich möchte gerne alleine spielen, weil bin allein, 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 allein. Ja, allein. Ah, genau, auf dem Schiff haben wir geendet. Verlaufen! Wie? So werden wir Bandkamp nie retten. Wie, wir haben uns verlaufen. Sehr geehrte Frau Mutter. Warte, von Newton. Ich hab's. Ich dachte, Sie wissen im Wege. Organizer Tron wird uns retten. Hier, nimm das. Aha. Und hör zu. Aha. Wenn deine Liste von zu erledigenden Dingen länger ist als deine Arme, brauchst du dringend Hilfe. Ja. Wann immer die Wächter der Welt eine Aufgabe für dich 1, haben, wird das Organizer Tron sie netterweise 1, 1, 0. Halte zum Öffnen die Dreieck-Taste gedrückt und zieh mit dem linken Stick nach, welche du bereits erledigt hast und welche noch nicht. Ja, unentdeckte. Ein Druck auf die Aktionstaste zeigt dir, was du bei deiner gewählten Aktivität tun musst. Und es gibt praktische Wegweiser, die dir zeigen, wo du hin musst, wenn du die Menütaste drückst. Das ist echt ziemlich praktisch. Wie immer schließt ein kurzer Druck auf die Zurücktaste des Organizer-Tron, damit du wieder zu dem zurückkehren kannst, was du machst. Wenn du glaubst, wir würden nicht hin. Führe aus. Ich würde es gerne ausführen. Okay. Wir haben einen Kurs, also los! Okay, wir haben einen Kurs. Let's go! Das ist also Mangelwald? Dieser faulige Sumpf war einst Heimat von Bandkamps blühender Filmindustrie. Aha, wait, what? Unterhalte dich mit Marlon Brando. Ein was? Filmindustrie? Aber er weiß Bescheid. Mit Otzok an deiner Seite kannst du die furchtbaren Titanen aufhalten und Newty zurückholen. Ja, ich hol deinen Sohn schon zurück. Ich weiß auch nicht. Okay, so hole ich ihn auf jeden Fall nicht zurück. Das war nicht der Plan. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis wir anhalten. Warte mal, ist das Krokodilskin? This looks not that great. Wie kann ich hier hin? Okay, ich muss einfach springen. Will ich wissen, warum hier Krokodilskin ist? Do I want to know? Ich glaube, ich möchte das nicht wissen. Okay. Oh mein Gott, es bewegt sich. Oh mein Gott, es bewegt sich. Okay, nach da oben, da komme ich noch gar nicht ran. Aber wahrscheinlich jetzt gleich, okay. Und hoppala! Auftritt! Gewinnerlächeln! Er hat eine Haartolle. Elvis Presley. Ist doch klar. Method Acting Superstar. Komm schon, Baby. Etwas nicht näher. Elvis Presley? Näher. Ah, okay. Genau so. Wunderbar. Näher, die Kamera hast du gesagt? Nie. Näher? Stoffdings. Du suchst Otzok, hm? Ja. Tja, du musst wohl zuerst Otzoks drei Murmeln finden. Bitte was? Nach dem Sieg über die Titanen haben die Helden ihre Motivation verloren. Schon bald hatten sie nicht mehr alle Murmeln beisammen und zogen sich zurück. Seither wurden also sie nicht mehr geworden, gesehen. Mit der Zeit gerieten so die Murmeln in Vergessenheit. Außer bei Bankums Ältesten und Weisesten. Aha. Und Coolsten. Also bist du alt und... Ein Glück, dass Marlon Brando weiß, wo sie sind. Okay. Eine ist in der bewachten Festung. Da müssen wir dann wirklich leise sein. Okay. Eine im dunklen Herzen der Fantasiesphäre. Eine Rakete. Eine steckt in den Ästen eines alten Baums. Rock'n'Roll Café. Nice. Okay. Findest du eine der Murmeln, fliegt sie zurück an ihren Platz im Schreintor. Finde alle drei und das Tor öffnet sich. Okay. Keine Sorge, ich werde dir den Weg weisen. Okay, yeah, let's go. Wir sollen drei Murmeln finden. Let's go. Ich sitze vor ihm, glaube ich. Um Otzok zu wecken. Man kann ihn trotzdem sehen. Maximal verletzter Stolz hat er. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Ein Otzok
ein Aufzug-Sticker. Und hoppala, um alle Sticker zu bekommen, die wir bekommen können. Also wir können auch hier unten. Aber kann ich hier auch irgendwie nach oben, um das zu bekommen? Was ist das hier? Yeshiko, oh mein Gott. Das habe ich einfach überlebt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Warum sind hier Glöckchen? Glöckchen? I can hear the bells. Well, don't you hear them chime? Can you feel my heartbeat keeping perfect time? Und ich komme da nicht ran. Warum? Weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Jetzt? Ja, jetzt komme ich da ran. Can't you feel my heartbeat keeping perfect time? Weltraum. Yay. Ich habe mal auf einen Weltraumforscher gespielt. Auf die in den Rolle Weltraum. Meines Lebens. Mhm, ich bin mir sicher. Let's go auf in den Weltraum. Ich bin eine Rakete. Pew. Finde die Murmel. Die Galaxie verlässt sich auf dich. Oh oh. Die Galaxie. Oh nein. Oh no. Oh, was ist das für ein Level? Oh nein. Was ist das für ein Level? Nein. Aha. Oh no. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte mein Dingsda-Muster auswählen. Nein. Warum? Ah, so. Ausrüsten. Und kann ich es nicht anziehen? Ah, das war anziehen. Mhm. Aktionstaste zum Beschleunigen. Das weiß ich schon. Ich will hier bloß ein bisschen schon mal anschauen, was es alles so gibt. Was kann ich hiermit machen? Kann ich hier rein? Sekunde. Nein, okay, hier kann ich nicht rein. Okay, muss ich einfach nach oben? Ja. Ich hab's schon mittlerweile verstanden, aber wo muss ich lang? Das ist die größte aller Fragen. Auf die Murmel? Muss ich hier rein? Hä? Hä? Ja, wo muss ich denn lang? Geschwindigkeit. Jetzt drücke die Aktionstaste zum Beschleunigen. Aber ich bin beschleunigt. Ich bin beschleunigt. Wie komme ich denn hier rein? Halte die Aktionstaste zum Beschleunigen. Wie komme ich hier rein? Drücke ich vielleicht nicht die Aktionstaste? Ah, warte, das da muss in... Ah, das Runde muss ins Runde. Well... Das Runde muss ins Runde. Okay. Interessante Dinge geschehen, aber ich glaube, ich habe verstanden, wie es funktioniert. Grob. Und ich will bitte hier noch alles einsammeln. Das wäre vielleicht auch noch relativ wichtig zu machen. Kann ich das kaputt machen? Oh mein Gott! Oh no, ich werde bombardiert. Oh. Hier, das hier kannst du gerne noch kaputt machen, dann kriege ich noch einen Sticker. Komm schon. Nein! Mach das! Kann ich das nicht greifen? Okay, das kann ich nicht greifen. Vielleicht hau ich einfach lieber ab. Wobei, ich kann das hier greifen. Hallo, lass dich. Nein. Hier, komm, mach kaputt. Mach kaputt. Dankeschön. Polarlichter. Wie schick. So, und einmal nach oben. Vielleicht das hier auch noch mitnehmen. Wie komme ich denn? Ich muss nach draußen. So. Aber die Musik hat was. Die ist sehr, sehr cool. So, und einmal nach... ziehen! Oh Gott! So. Und... Ja, ich habe das eine jetzt nicht mitgenommen. Egal. Das passt schon. Und... Nein!
Niemand hat was gesehen. Es ist nichts passiert. Es ist absolut nichts passiert. Dann kann ich ja wenigstens noch das hier mitnehmen. Ich habe nichts getan. Ich bin nicht gestorben oder so. Oh Gott. Luna, kriegst du es jetzt auch mal auf die Reihe? Gut, dann kann ich ja wenigstens den Sticker mitnehmen. Und... okay. Okay, ich hätte mich einfach festhalten müssen. Okay, nur festhalten ist auf jeden Fall nicht das Rätsels Lösung. Aber auch die richtige. Oh Gott, die richtige, das richtige Timing. Oh no. Oh Gott. Oh mein Gott, was geht denn hier vor? Oh mein Gott. Oh, freaking hell. Was passiert hier? Ich weiß nicht. Das fühlt sich so leider so krass an, wie so ein Wasserlevel. Wasserlevel soll noch immer der Horror gewesen sein. In so ziemlich allem, was es gibt, glaube ich. So, aber ich nehme das hier mal mit. Ui! Los, komm! Meinte. Aber weiter komme ich hier auch nicht. Oh, okay. Vielleicht muss es doch raus wieder. Kann ich es nicht wieder rausnehmen? Oder muss ich vielleicht hier durch? Ah, okay, es muss hier hin. Es muss hier hin. Ich habe es in den falschen, in das falsche Ding rein. Oh nein. Oh nein. Kann ich das an... Oh Gott. Das war nicht der Plan. Oh nein. Oh nein. Okay, los, geh wieder raus. Oh mein Gott, los, geh da hin. Geh da hin. Nein, ich will das schon noch weiter benutzen. Vielleicht kann ich es ja anziehen. Yes, ich kann es anziehen. Und bin dabei gestorben. Also entweder muss hier noch einer sein. Wahrscheinlich ist hier draußen einer, ne? Ja, hier draußen ist einer, so wie ich sehe. Oh. Dieses Brrr klingt nicht allzu vertrauenswürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, den kriege ich aber nicht raus. Das passt hier nicht durch. Muss ich ja hier irgendwas machen können, ne? Vielleicht kann ich den hier bekommen. Oh! Nein, 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 nein! Ich kann ihn hochbacken! Ja, nice! Ja! Ja! Nein, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Bin ich jetzt zu dumm, um dieses Rätsel zu lösen? Oh mein Gott. Okay, hier komme ich halt aber auch nicht hoch. Und der kommt aber auch nicht hier raus. Weil wenn ich hier reingehe, dann bin ich ja tot. Nee, warte mal, wie haben wir das jetzt rausbekommen? Das ist ein Portal. Nein! Nein! Das ist ein Portal. Och nö. Okay, jetzt fühle ich mich wirklich dumm. Jetzt fühle ich mich wirklich dumm. Oh no. Oh no. Oder nicht... Also kein Portal, aber man kann... Aber das kann hier durch. Wie dumm bin ich eigentlich? No. Nö, 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 ich will zurück. Sekunde, ich will zurück. Oh Gott. Nein. 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 Das kann doch nicht wahr sein. Nein, das wollte ich nicht. Ich will es greifen. Lass es mich greifen. Oh Gott. Es kann doch nicht wahr sein. Nein. Oh Gott, ich bin zu bescheuert manchmal. Nein! Ich will es doch nur greifen. Warum habe ich denn jetzt...
Es kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Ich... Oh nein. Weh, du backst jetzt... Alter, ich dachte gerade, es backt irgendwo rein. Wenn das jetzt noch gebackt hätte, ich glaube, ich hätte den Glauben verloren. So. Und hoppala. Und whoop. I only have heard of you. Watch. Uah! Irgendwas ist kaputt gegangen. Gott sei Dank nicht ich. Give me all of this. Wir müssen irgendwie hier lang, aber ich vermute, dass ich das hier... Warte mal. Bin ich da jetzt... Wie bin ich denn da jetzt rangekommen? Hä? Was mache ich denn jetzt? Ah! Like this. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Okay, Tode. Okay, aber ich weiß wenigstens, was ich machen muss. Oh mein Gott. Warum? Alter, ich wusste, dass es wahrscheinlich keine gute Idee ist, dieses Spiel zu spielen, wenn ich nicht gut in Jump'n'Runs bin. Oh mein Gott, das war tatsächlich nicht die beste Idee, mich dann an dieses Spiel hier zu trauen. Boom. Okay, hier braucht man zwei Leute für. Ich bin aber allein. Und tot bin ich auch. Okay, be careful, Luna, be careful. Don't die again. Den hier. Und den hier. Yes! Wenigstens habe ich alles dicker bekommen. Das ist schon mal sehr praktisch. So, und... Whoop! Sekunde. Die hier alle einsammeln und dann einmal nach draußen und schnell. Hoppala. Okay, ich habe nicht alles. Oh mein Gott, was bist du? Oh mein Gott. Oh mein freaking Gott. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dadurch, dass ich gerade so lange gestruggelt habe, dass der Stuff da durch kann. Warum habe ich das auch nicht mal probiert? Ich kann es nicht mal sagen. Ich kann nicht wirklich sagen, was ich mein Gehirn gedacht hatte. So, das hier muss einfach nur das Runde. Und hier weiter. Oh mein Gott. Okay, so. Und... Nein, ich wollte ihn töten. Well, das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Luna, so funktioniert das nicht. So, okay, warte. So, komm zurück. Und jetzt hat es funktioniert. Okay. Und... Kaboom! Alle Roboter sind tot! Sie sind tot! Tot! Yes! Nice! Das sieht irgendwie nach einer sehr... nach einer Falle aus. Das sieht irgendwie nach einer Falle aus, so ein little bit. Just a little tiny bit. Just a little tiny bit. Aber scheinbar ja doch nicht. Oh mein Gott. This looks weird. Warte, ist das die Murmel? Oh mein Gott, ist das die Murmel? Ist das die Murmel? Please tell me it's the Murmel. Please tell me. Oh, it's the Murmel! I got the first Murmel!
Oh mein Gott! Und gut war es nicht. 57 habe ich nur gesammelt. 57%! Well, okay. Immerhin und kein Leben verloren. Ja, nein, das habe ich auch nicht geschafft. Oh mein Gott, nein. Well, also, habe ich je gesagt, dass ich gut bin? Nein, nein. Murmel 1, das war die pinke. Eine Murmel? Hm? Wunderbar. Nur noch zwei weitere Stoffknäuel. Hm? Nur noch zwei? So, ich kann... Du willst noch mehr, ha? Suchst du Preisblasen? Ja, natürlich möchte ich noch mehr. Was dachtest du denn? Dass ich mich mit einer zufrieden gebe? Na, ja. Ja, ich will alle drei. Alle drei. Und die ganzen Glöckchen. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wofür diese Glöckchen sind, aber... Irgendwie... Vorsicht! Ist das schon das? Die Wachen dieser Festung sind gefährlich. Dein großer Auftritt als Actionheld. Ein Actionheld. Aber ich würde sagen, ein Actionheld sind wir in der nächsten Folge. Weil ich habe jetzt echt lange für dieses eine Level gebraucht. Pass auf. Total meine Schuld. Folge mir. Aber dann haben wir bald die Murmel. Wir sehen uns in der vierten Folge dann von Little Big Planet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, heute zuzuschauen. Boop the subscribe button, boop the like button, boop, boop, boop. Und don't forget to ring the bell. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Bis zum nächsten Mal. Keine Sorge. Bye bye. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas. Sonst radioaktiv. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas. Sonst radioaktiv.